Kürzlich wurde ein Ranking veröffentlicht, der African Tech Ecosystems of the Future. Und da sieht man schon, dass es ja einfach eine große Vielfalt gibt und sehr, sehr viele Länder Afrikas wirklich, also ja, Tech Ecosystems of the Future Anwärter sind, beginnend mit Südafrika. Das ist jetzt vielleicht kein Geheimnis, aber dann geht es weiter mit Kenia, Ägypten, Ghana, Tunesien, Nigeria und Marokko. Das waren jetzt die Top 7, die ich jetzt einfach mal rausgegriffen habe. Besonders hervorheben möchte ich auch, denn da ist nämlich auch die Panel-Teilnehmerin, die das sonst hätte hervorheben können, nachher leider ausgefallen, ist auch, dass wir uns eine dicke Scheibe auch abschneiden können. Denn der IT-Sektor in vielen afrikanischen Ländern wird auch maßgeblich von Frauen mitgestaltet. Das ist ja hier in Deutschland eher ein Problem. Dort sind nämlich ja, mindestens die Hälfte der MINT-Studierenden, also Fächer von MINT-Studienfächern, sind Frauen. Und in Deutschland liegen wir damit knapp über 30% inzwischen noch weiter drunter. Sie alle kennen die Situation. Wir haben circa 20 Millionen junge Menschen in Afrika, die jedes Jahr die Hochschulen verlassen und auf lokale Märkte treffen, die in der Regel nicht in der Lage sind, diese Skills aufzunehmen und entsprechend den Menschen vernünftige Jobperspektiven zu geben. Und wir versuchen das über den Verein ein Stück weit mit den Firmen, mit BMZ und GNZ entsprechend zu lösen, dieses Riesenproblem. Denn gleichzeitig haben wir in Europa die Situation, 750.000 offene Stellen im Bereich ICT. Unsere demografische Situation ist schwierig, was das Thema Weiterentwicklung von digitalen Talenten anbelangt. Und wenn man sich allein anschaut, Ruanda hat ein Durchschnittsalter von 19 Jahren, Ghana von 21 Jahren und in Deutschland sind wir bei 45 Jahren, dann zeigt allein diese zwei, drei Datenpunkte zeigen schon, welche dramatische Schere sich hier auftut und wie dringend notwendig es eigentlich ist, dass wir als Europäer uns viel intensiver mit dem afrikanischen Kontinent beschäftigen. Das Potenzial in den Ländern ist da und es liegt im Wesentlichen an uns, das entsprechend zu erkennen und über Zusammenarbeit entsprechend dieses Potenzial zu heben. Ja, ich sag mal, der Wunsch, sich zu engagieren, ich glaube, das kennt jeder, der irgendwann mal schon in Afrika gewesen ist, die Herzlichkeit der Leute, die einen dort empfangen, mit denen sie dort zusammenarbeiten, das fasziniert, das ist neben all den Vorteilen, die Herr Hecker ja auch für die, ich sag mal, für einen Kontinent, der bei uns praktisch in der Nachbarschaft ist, nur 5 Stunden Flugzeit von Paris, ist eine Chance. Und das war die Gelegenheit für uns, tatsächlich rein privatwirtschaftliches Unternehmen zu gründen, die Point Genie GmbH und Druck AG, das ist ein deutsches Unternehmen in Köln. Wir haben eine Smartphone-App entwickelt, die einen Marketplace lokal für Lomé abbildet. Da ist das Interesse ausgesprochen groß. Mobile Technologien in Afrika, das wird Sie nicht überraschen, ist tatsächlich der Schlüssel für den Markteintritt. Auch das Interesse am 3D-Drucker ist groß. Allerdings, wie schon erwähnt, der Output, also sprich das greifbare Ergebnis in Form einer Firmengründung oder einer Idee für eine Firmengründung, ist noch nicht erfolgt. Und deshalb glaube ich ein bisschen, dass wir vielleicht noch ein ganz klein wenig früh mit der Idee des Technologietransfers am Markt sind. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich optimistisch, was die Zukunft angeht und werden das auch sicherlich weiter so durchhalten. Digital Hub Management GmbH ist ein kleines mittelständisches Unternehmen, was eigentlich nicht unbedingt kommerziell aktiv ist, sondern so ein bisschen als verlängerte Werkbank des Innovationsökosystems in Dortmund, insbesondere zwischen den beiden Fraunhofer-Instituten hier in Dortmund, dem Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik, IML, und dem Fraunhofer-Institut für Software-Technologie, ISST, und der TU Dortmund aktiv ist. Uns gibt es seit 12 Jahren. Wir sind im März 2010 gegründet worden und haben mittlerweile 30 Mitarbeiter.
die eben in unterschiedlichen Projekten aktiv sind. Ja, und was hat uns jetzt eigentlich nach Afrika gebracht? Das ist letztendlich ein Konzept, welches wir seit vielen Jahren hier am Standort in Dortmund aufgebaut haben und vorantreiben, ein sogenannter Digital Hub, wo wir letztendlich mittelständischen Unternehmen helfen, die Herausforderungen der digitalen Transformation anzugehen. Ganz nach dem Motto, was auch Herr Dr. Till gesagt hat, einfach mal machen, es könnte ja gut werden. Und insofern, das betreiben wir hier. Wir haben nicht nur KMU aus dem, aus der Region, ich würde mal sagen, wenn man so eine Autostunde um Dortmund herumzieht, das ist so unser Einzugsgebiet. Wir haben so eine Start-in-Factory, nennen wir das, wo wir wirklich ganz hands-on mittelständischen Unternehmen, insbesondere aus dem Bereich Produktion, helfen, eben digitale Technologien gewinnbringend einzusetzen. Die Agilität und auch die Smartheit von Startups und von technologieintensiven Unternehmen aus Afrika wirklich extrem hoch ist und es sich lohnt, gerade auch aus Sicht der europäischen Unternehmen und insbesondere der deutschen Unternehmen, nicht nur im Sinne von, das ist ein Markt, wo wir Produkte hinverkaufen, sondern eben auch, das sind Ökosysteme, Technologieökosysteme, wo es sich definitiv lohnt, einfach mal hinzuschauen. Da gibt es wahrscheinlich die eine oder andere Lösung, die Sie hier so schnell und so gut im deutschen und europäischen Markt gar nicht finden werden. Und für unsere Kunden ist es natürlich bei dem enormen Bedarf, der in Europa zurzeit herrscht und der auch nicht mehr weggehen wird. Also jeder, der glaubt, in 2 Jahren finde ich dann die Talente wieder in Deutschland oder auch nur in Osteuropa, der wird wahrscheinlich bitter enttäuscht werden, denn die demografische Situation ist nun mal, wie sie ist. Insofern bleibe ich dabei. Ich kann nur jedem raten, ein Stück weit mit etwas Abenteuerlust, das sage ich auch, sich auf den Weg zu machen und das Ganze für sich zu erkunden. Es lohnt sich und für jedes Unternehmen, was im Bereich digitaler Transformation unterwegs ist, wird es nach meiner Einschätzung am Ende des Tages auch eine Notwendigkeit sein. Die kulturellen Unterschiede, die es natürlich gibt, auf beiden Seiten so zusammenzuführen, dass man miteinander sehr produktiv arbeiten kann, da muss man schon einiges an Zeit reinstecken. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass unsere Kolleginnen und Kollegen in Ghana oder Ruanda das nicht verstehen, sondern umgekehrt, auch unsere Kunden hier in Deutschland verstehen nicht immer. Und insofern stecken wir da auch entsprechend viel Zeit rein, das gegenseitige Verstehen zu ermöglichen. Und dann geht das plötzlich extrem gut. Also man muss bereit sein, diese Unterschiede zu erkennen, zu beschreiben, miteinander zu diskutieren und diesen gemeinsamen Pfad zu finden. Vielleicht eine Bemerkung noch zum Thema Sprache. Jetzt sind wir im Englischsprachigen unterwegs, in Ghana, auch in Ruanda. Ruanda 2008 das Schulsystem auf Englisch umgestellt. Das klappt hervorragend, denn die jungen Menschen, die Kinder lernen schon in der Schule Englisch, nicht nur als Fremdsprache, sondern in verschiedensten Fächern. Und insofern ist das Englisch eigentlich, wenn überhaupt, manchmal in Deutschland das Problem, dass der ein oder andere dann doch mit einem Schulenglisch kommt und sich nicht ganz wohl fühlt, dann jetzt plötzlich die Meetings alle in Englisch zu machen. Da unten haben wir eigentlich überhaupt keine Themen, was das anbelangt. Im Gegenteil, das ist ganz hervorragend. Und deswegen, ich bleibe dabei, mit etwas Abenteuerlust sich mal auf den Weg zu begeben, ist das Gebot der Stunde. Vergessen Sie mir die frankophonen Länder nicht. Das sind Länder, die angefangen vom Senegal über diesen Subsahara-Gürtel rübergehen bis zum Niger, Tschad. Togo war eine ehemalige deutsche Kolonie und es wird Sie überraschen, in Togo sprechen etwa 10% der Leute immer noch ausgesprochen gutes Deutsch. Das ist gerade für diese Sprachbarriere ich würde mal sagen, ein Fund, wenn Sie sich das anschauen. Insofern, ich möchte so ein bisschen auch für die frankophonen Länder in die Bresche springen, auch wenn ich weiß, dass Sie sicherlich im Entwicklungsstand hinter den englischsprachigen Ländern hinterherhinken, mit all den Konsequenzen für Infrastruktur und so weiter. Ich glaube aber, dass das in Zukunft wichtig ist, dass wir die nicht vergessen, sondern mitnehmen und helfen.
Thank you.